Darf ich eigentlich gleich mit der Tür ins Haus fallen? Sie dürfen. Genau, weil ich habe jetzt wahnsinnig lange recherchiert schon. Und ich frage mich wirklich, wieso ist Cannabis noch nicht legal? Es gibt gute Gründe. Nämlich Cannabis als Droge ist vor allem für junge Menschen gesundheitsschädlich. Das heißt, je früher ich damit beginne, mit dem Konsum beginne, umso mehr und so größer können die gesundheitlichen Schäden sein und auch bleiben. Aber selbst die so Befürworter, die bezweifeln ja auch gar nicht, dass es gesundheitsgefährdend ist, oder? Also sie sagen ja auch nicht, dass es für junge Leute freigegeben werden soll, sondern halt ab 21 zum Beispiel. Ich finde es trotzdem ein falsches Signal, denn wenn Sie von Legalisierung sprechen, dann sprechen Sie natürlich davon, dass ich eine bestimmte Botschaft vor allem an junge Menschen sende. Mhm. Es ist doch nicht so gefährlich, es ist doch eigentlich harmlos. Aber wenn Sie die Suchtberatungsstellen besuchen, da finden Sie die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit heißt, dass am häufigsten, das heißt der Grund Nummer eins, warum ich Hilfe suche, warum ich Rat suche, warum ich behandelt werden muss, der Konsum von Cannabis ist. Aber die überwiegende Mehrzahl, die kommt doch klar, oder? Die Cannabis. Auch das finde ich ein falsches Signal. Mhm. Es gibt immer Menschen in unserem Land, die sagen, ich habe alles im Griff, ich, so wie mein Lenkrad, und wenn ich Auto fahre, dann kann mir nichts passieren, aber die Übergänge sind fließend. Und es gibt auch Menschen in unserem Land, die eben ihr Leben nicht so im Griff haben. Und vor allem diese Menschen habe ich im Blick. Denn wenn diese dann am Ende legal angefüttert werden, dann bleibt das Risiko zu erkranken genauso bestehen. Und deshalb warne ich davor, Cannabis grundsätzlich zu legalisieren bzw. freizugeben. Darf ich fragen, ob Sie selber schon mal gekifft haben? Ich habe nicht gekifft, nee, ich brauche das nicht. Ich will das auch nicht, nö. Nie irgendwie mal auf einer Party gewesen und da auf einmal packt jemand irgendwas aus? Nein. Ich wusste, es würde hart werden. Aber klar, ja, aber finde ich gut, wenn wir das diskutieren. Also, weil ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die wurden immer ganz emotional, wenn sie auf Frau Mortler angesprochen wurden. Es gibt die ja werden vor allem emotional, vor allem auch unter der Gürtellinie. Mhm. Wenn es interessierte Kreise gibt, die mir den Tod wünschen, dann werde ich auch emotional. Aber ich stehe zu meiner Meinung, ich stehe zu meiner Haltung. Alles andere könnte ich nicht verantworten. Und ehrlich gesagt, ich frage auch in Suchthilfeeinrichtungen, ich frage auch die Polizei, bin ich noch auf der richtigen Spur? Sollten wir hier grundsätzlich legalisieren? Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir eindeutig nein. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich habe Argumente meiner Interviewpartner mitgebracht. Und die spiele ich der Drogenbeauftragten jetzt vor. Wenn es was bringen würde, würden wir ja feststellen, dass die Zahlen der Cannabiskonsumenten sinken. Es verschwindet total viele Steuergelder, die man in die Aufklärung, in die Prävention stecken könnte. Das war jetzt ein Polizist. Ich habe mit ganz vielen Polizisten geredet. Und ich habe mit keinem Polizisten bisher gesprochen, der zu mir gesagt hat, wir wollen das nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr leisten. Gut, aber es gibt ja auch Polizeigewerkschaften, die sich darüber beschweren. Es gibt die Strafrechtsprofessoren des Schildauer Kreis, der sagt, dass die Drogenpolitik gescheitert ist. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die wenig bringt, sagen die ja im Endeffekt. Und ich sage, Spielregeln müssen sein. Und die Strafrechtsprofessoren haben das Strafrecht im Blick. Ich habe die Gesundheit im Blick. Dieser ganze Schwarzmarkt ist nicht schön. Die wollen einen ködern. Man will Gras kaufen. Ich habe momentan kein Gras, aber du kriegst dafür ein Stück Heroin geschenkt. Was will ich mit Heroin? Hm. Wenn ich jetzt mich entschließe und sage, ich will unbedingt konsumieren und bewege mich dann Richtung Schwarzmarkt, dann muss ich wissen, auf welches Risiko ich mich einlasse. Gerade wenn man sich jetzt auch noch anschaut, dass es im Rest der Welt ja auch scheinbar funktioniert, in genug Ländern legal Cannabis abzugeben, ohne dass Sodom und Gomorra entsteht. Das ist doch schon ein Argument, oder? Es ist eine absolute Einzelmeinung. Und wenn ich die Mehrheit in unserer Bevölkerung frage, dann wird die mit Sicherheit auch sagen, Cannabis als Medizin ja. Cannabis im Just for Fun, nein. Aber in anderen Ländern funktioniert es ja auch mit der Legalisierung.
Also in den Niederlanden wird ja nicht mehr gekifft, nur weil es legal ist für Niederländer. Legalisierung bedeutet ja nicht immer Legalisierung zu 100%. Auch hier gibt es Spielregeln, auch hier wird reguliert. Aber ich sag, so weit sind wir in Deutschland nicht, weil wir immer noch zu wenig die Gefahren, die gesundheitlichen Schäden im Blick haben. Und deshalb ist es natürlich leicht zu sagen, ich gehe jetzt auch den Weg wie die anderen. Aber den Weg einmal beschritten bedeutet, ich kann nicht mehr zurück. Und deshalb muss die Diskussion hier einerseits offen sein. Ich bin offen für eine Diskussion, aber um Gottes Willen keine Schnellschüsse. Denn ich habe Ihnen aufgezeigt, dass mir die jungen Menschen besonders am Herzen liegen. Ihr Leben steht vor Ihnen, das Leben ist viel zu kurz, als ich mit Drogen, sei es jetzt Alkohol oder Cannabis, kaputt zu machen, und ein Leben, das hoffnungsvoll beginnt, am Ende dann mit dem Tod oder mit einer entsprechenden Abhängigkeit endet. Da wird ja immer gesagt, so an Cannabis ist noch niemand gestorben, an Alkohol schon. Das ist richtig, ich finde aber nicht, dass wir Drogen gegeneinander ausspielen sollten. Ich als Drogenbeauftragte habe nicht nur die Drogentoten im Blick, sondern ich habe auch die Gesundheitsgefahren im Gesamten im Blick. Das kann ich so machen bei Ihnen. ich glaube, Sie haben doch jetzt gemerkt, dass ich nicht jedem Zeitgeist hinterherlaufe. Und für mich ist das so eine Lifestyle- und Zeitgeistbewegung. Ich bin so fest auf dem Boden, dass meine Botschaft schon früher bis heute war, du musst nicht jeder Entwicklung hinterherlaufen.